In Melsungen war der große Start für unsere Flüssetour durch Mitteldeutschland. Am ersten Tag geht es mit dem ortskundigen Guide Stefan Richtung Fulda. Am Radweg R1 haben wir natürlich die Seilfähre nicht ausgelassen. Nach 110 Kilometern an der Fulda sind wir dort nun auch angekommen. Dann ging es auch gleich am nächsten Morgen weiter. Das neue Ziel war Gemünden am Main und wir sind natürlich locker bei Regen da mal durchgefahren. Ziel am dritten Tag war es, am Main weiterzufahren Richtung Miltenberg. In der Brauerei Faust haben wir erstmal gesnackt. Wir wussten ja noch nicht, was uns dann danach in der Metzgerei erwartet.
Eigentlich wussten wir ja, dass der Regen gleich aufhört und haben nur noch mal zur Schau fürs Foto die Regenjacken angezogen. So, 3 Minuten Regenjacke angehabt. Ja, das ist nicht schlimm, ne? Da kann man mitleben. Und jetzt schon wieder in Furtfurt. Hm? Ja, ja. Auf Frankfurt AD. Ich glaube, an diesem schönen Blumenschiff waren wir damals mit Nico und Lukas. Ja, dann können wir weiterfahren. Zum ja, fahren wir. Main sind wir gestartet bei Frankfurt, sind jetzt hier am Rhein lang gefahren. Und ihr werdet es nicht glauben, was wir gleich sehen. Das ist schon ganz nahe. Die Nahe? Ja, genau. Jetzt fahren wir ins Tal der Nahe. Ja, hier ist alles voller Burgen und Weinbergen. Herrlich. In Bad Brückenau blieb uns dann nur das Parkhotel zur Übernachtung übrig. Ja, also wir schlafen heute im Parkhotel. Ja, ich lasse es mir gut gehen. Und wenn sich ja sonst. Bei so viel Wasser darf ein Schoppen Riesling nicht fehlen. Ich quäl dich. Mach ich doch schon. Weil die ist gerade eine Echse vor mir rum. Ich alles machen muss.
so. Gleich sind wir hier. Erste Übernachtung an der Bodensee. Im Frühtau durch die Weinberge. Da lässt es sich leben. Thank you.
Nach einem schönen Tag in Limburg und einem leckeren Whisky zum Abschluss ging es dann weiter an der Lahn Richtung Gießen. An der Lahn gibt es Burgen einfach nur an jeder Ecke. Die Fahrt war unglaublich. Die letzte Etappe ging dann an der Edertalsperre entlang bis nach Melsungen, wo wir unser Auto geparkt haben und der Urlaub endete.